Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ocean's Heart hier mit dem Feljack. Mir natürlich. Schön, dass du wieder eingeschaltet, mein Lieben. Freut mich. Ja, wir waren in der letzten Folge, haben wir hier unsere Quest gemacht mit dem Kalmar, dem Phantom-Kalmar, Jagdhafen von Kitzkopf. Da sind wir jetzt angekommen. Da hat sich da eine tolle Geschichte daraus entwickelt. Guckt es euch an in der vorherigen Folge. Und mein nächstes Ziel ist jetzt, Edmund nutzt die Macht der Gilde, um die Krabben-Hakena zu unterdrücken. Ordert die Handelhaudegen heraus, sie dürfen Edmund nicht mehr helfen, sie leben am nördlichen Stadtrand. Da werden wir jetzt hingehen, das ist unsere nächste Aufgabe. So. Aber vorher gucken wir mal noch im Laden nach. Was ist das denn hier für ein Laden? Keine Ahnung. Hä? War ich hier schon mal? Ah, guck mal hier. Ah, hier ist der Schlüssel für. Ah, coole Sache. Guck mal hier, haben wir auch eine Aufgabe abgestanden. Ganz zufällig, du hast Korallenerz gefunden. Sehr nice. Coole Sache. Was hier? Hier ist nichts mehr. Wer ist denn er hier? Ach, das ist nur hier ein... Judith. Oh, hallo. Ein Gast. Großartig. Das ist die Herberge zur Felsenbirne. Am Ende des Flurs ist momentan noch ein Zimmer frei. Das andere ist auch nicht mehr versperrt, aber da drinnen ist es ganz staubig, weil es so lange leer stand und ich es noch nicht geputzt habe. Möchtest du hier schlafen und deine gesamte Gesundheit für 30 Kronen wiederherstellen? Nein. Alles schon in Ordnung. Ach so, da habe ich keinen Schlüssel für gebaut. Ach nee, das war ja auch in der Piratenstadt mit dem Schlüssel, ne? So, hier ist die Taverne. Da geht's, ja genau, da geht's da unten runter. Da waren wir schon überall. Lass mal gucken, wo das ist hier mit diesen Hauding-Gedöns. Ich glaube, da waren wir schon mal. Ne, hier ist das, glaube ich, ne? Genau, hier ist der Typ. Hier lebt die Stadtwache, die Handelhaudegen, so nennt man uns. Und das gefällt mir richtig gut. Was führt dich hierher? Ich habe gehört, ihr arbeitet alle für Edmund. Ich bin hier, um irgendwen zu einem Kampf oder so herauszufordern. Der Handelkampf oder wie der heißt. Und wenn ich gewinne, werden die Krabben-Hakena in Ruhe gelassen und ihr arbeitet nicht mehr für Edmund. Na gut, Mädchen, mach das. Warum kämpfst du dich nicht zum Hauptmann hoch und zeigst ihm, was du kannst? Okay. Ach, die sind doch voll lustig hier. Die luschen, Kann man hier was machen? Nee, ne? Oh, okay, warte mal. Was war hier lang? Ach, guck mal hier, ich mach erstmal euer ganzes Zeug kaputt. Guckst du aber. Oh, Kohle hier, Kohle! Kann man das ziehen oder so? Nee, kann man nichts machen. Oh, jetzt kommen wir ja mein Freundchen hier. Oh, das hat er mir aber einen gegeben. Oh, aber richtig, wa? Oh, dann nehmen wir einen Apfel da. Und speichern einmal. Oh. Da ist wie immer nichts drin. Guten Tag. Oh, die hauen aber richtig drauf, wa? Da sind Bären, da ist ja nichts drin, wie immer. Aber das lohnt sich gar nicht, diese blauen kaputt zu machen, wa? Ah, muss reichen. Hier lang, ne? Genau. Oh, hier ist der Hauptmann. Oh, hier ist der Hauptmann. Hallo. Hauptmann der Wache. Ich habe sogar von hier oben gehört, wie du die anderen Handelhaudegen aufgemischt hast. Warum hast du das gemacht? Es heißt, dass ihr für Edmund arbeitet. Deshalb bin ich gekommen, um in euren Kerlenkampf-Dings gegen euch zu kämpfen, damit das aufhört. Interessant. Willst du gleich loslegen? Ja, klar. Ich meine mit den neuen Posten. Edmund hat die drei stärksten Wachen ausgewählt, um ihn im Falle einer Herausforderung an seiner Stadt zu kämpfen. Aber die hast du schon geschlagen. Gemäß dem uralten Code ernenne ich dich hiermit zum Hauptmann der Handelhaudegen von Kitzkopf. Moment mal, ich will das aber gar nicht. Zu spät, du bist jetzt der Hauptmann. Na gut, dann befehle ich euch, dass ihr Edmunds Befehlen nicht mehr Folgen leisten dürft. Er ist ein Mistkerl und entschuldigt euch bei Asta und den Händlern von Krabbenhaken. Wird gemacht, ehrlich. Ich wusste, dass Edmund nicht Gutes bedeutet, aber was hätten wir tun können? Unser Code zwang uns, ihm zu folgen. Eje, wie dumm kann man nur sein? Als Hauptmann der Wache schaffe ich jetzt den Code ab. Halt, Moment mal, aber
Ach was, ich löse die Stadtwache überhaupt auf. Ihr könnt euren Club zurückhaben, wenn ihr bewiesen habt, dass ihr euch auch nützlich machen könnt. Das ist nicht... Nun, Hauptmann, du bist eindeutig die Person mit der inneren Stärke zu Befehl. So, haben wir das auch geklärt, mein Lieben. Was lesen wir hier noch? Ist hier irgendwas? Kann man das lesen? Doch, da. Das ist ein Manifest, ein Lied. Der Text lautet, wir sind die Handelhaudegen, ja, können alles in Schutt und Asche legen, ja. Sind wir schwächlich? Nein, sind wir nicht. Wir sind zu kräftig, das ist schon heftig, genau. Immerhin wurde es mit Fälschung sein Sprachfehler, egal. Ich kann es heute nicht aussprechen. Leserschwäche, na, wahrscheinlich. So, haben wir das geschafft? Quest erfüllt. Du. Ganzen Weg wieder zurück tingeln hier. Lalalala. Jetzt bin ich hier der Oberking. So, die sind alle weg. Hat sich also erledigt. Gehen wir mal zurück, ne? Lalalala. Hier war das irgendwo, ne? Oder? Nee, falsch. Halt, zurück. Hier muss ich hoch. Und dann muss ich links. So. Was? Brassico? Oh, hi. Eine Wache war gerade hier und hat sich bei mir entschuldigt. Bist du jetzt ihr Hauptmann? Jedenfalls ist Aster in der Händlergilde. Ah, okay. Ich muss zur Händlergilde. Ja. Ganz am Ende der Stadt rechts, ne? Laufen wir da mal hin. Und wenn ich wüsste, wo ich noch ein paar Bomben wegkriege. Wenn ich mal irgendeiner Bomben verkauft hier oder so? Weiß das nicht mehr. So. Oh, Hauptmann, wie geht's, Hauptmann? Stehen ja immer noch alle hier rum. Oh, Hauptmann, wie geht's, Hauptmann? Was? Hey, Hauptmann, tritt ein. So. Was hat der? Tut mir leid, mir wurde auch klein niemand an mir... Ja. Er schon wieder, warte mal. Nee. Alter, stopp. Hier lang. Oh, wir müssen hier hin, oder? Genau. Mich? Ihr stimmt alle dafür, mich als Vorsitzenden zu entfernen? Und ihr erlaubt einen dahergelaufenen Gauner aus Kappenhaken in der Händlergilde? Was soll das? Asta hat uns Beweise geliefert, dass du von der Gilde gestohlen hast und mich hat er zum Beispiel davon überzeugt, dass er ein guter Mann ist. Wird Zeit, dass wir den Kappenhakenern auch eine Chance geben, sich zu beweisen, ohne die Regeln, die du erlassen hast, um sie am Erfolg zu hindern. Das werdet ihr bereuen. Ich war der beste Vorsitzende, den die Gilde jemals gehabt hat. So hart, wie Asta arbeiten musste, damit wir endlich erkannten, dass Kappenhaken nicht gerecht behandelt wurde, nein, warst du nicht. Jetzt hat es ihm aber gegeben hier. Asta hat mir erzählt, dass du einen Teil dazu beigetragen hast, Edmunds Missetaten ans Licht zu bringen. Danke, aber es bedarf schon mehr als ein paar Einbrüche und ein paar Kämpfe mit Wachen, um die Probleme hier zu lösen. Wir arbeiten am Rest. Na. Wir haben nun ein Gildenmitglied aus Krabbenhaken, aber es gibt noch viele Leute in Kitzkopf, die Krabbenhakener nicht mögen. Irgendwann muss sich wohl jemand um dieses Problem kümmern. Asta, Tilia, danke, dass du geholfen hast, dass die Kappenhakener nun auch mitbestimmen dürfen, wie die Stadt geführt wird. Ich habe jetzt einen Sitz in der Händlergilde und gesehen, dass Edmund Geld für diejenigen zur Seite gelegt hat, der mich zur Strecke bringt. Der Phantomkalmar würde mich immer noch frei herumlaufen, wenn du nicht gewesen wärst. Sieh das als Lohn dafür an, dass du seinem Unwesen ein Ende gesetzt hast. Du hast 200 Kronen erhalten, alter Falter. Danke. Oh, wie schön. Oh, wir haben Geld. Guck mal, wir sind reich. Sind wir reich? 347 Ocken. Ganz ehrlich, ich konzentriere mich in der Gilde nur auf die Buchhaltung. Mir ist es egal, wo das Geld herkommt. Hoffentlich kriegen wir noch was. Ey, ich will hier vorbei. Ich will mit den anderen auch reden. Lass mich vorbei. Dann kommst du nicht vorbei. Na, schade. Egal. Dann nicht. Tschüss. Hier nochmal gucken. Aber ich glaube, hier ist auch nichts mehr, ne? Ja, uns fehlen immer noch Bomben. Oh, ich dachte, Edmund hätte sich wieder von hinten angestellt. Achso, ne, ist derselbe Typ. Der labert auch dasselbe. Also der war nicht in die Story eingebunden, dann der wahrscheinlich auch nicht. Und dann hauen wir hier wieder ab. Gucken wir erst nochmal. Speichern einmal.
So, Hafen. Haben wir alles abgeschlossen. Grußbrunnen, ja, okay. Im Namen des Geistes, hellen Gruß, sollst du die Drosselfeste säubern. Schließ das Tor zur Drosselfeste auf. Sie befindet sich im Westen von Kitzkopf, in der Nähe der Fähre. So, das wäre dann unsere nächste Aufgabe. Aber wartet mal. Doch, wir haben. Oh ja, wir können uns verbessern. Gehen wir mal zum Schmied hin. Wo war denn der Schmied nochmal? Unten. Lass mich hier vorbei. Oh, hier, guck mal. Oh, halt. Ey, Hauptmann, keine Sorge. Schmuggel lassen wir in diesen Hafen nicht rein. Leute mit reiner Weste jedoch schon wieder. Tut mir leid. So, wir gehen mal ein bisschen aufmotzen hier. Ne, aber erstmal Rüstung her, würde ich sagen. Na komm, hier. Das hatten wir schon. Ne, der sagt gar nichts. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich sehe, dass du vor Gewahr nicht zurückschreckst. Soll ich deine Waffen mit Korallen erst verbessern? Ja. So, wir müssen eigentlich eine Rüstungsverbesserung noch haben, ne? Oder soll ich lieber... Da komme ich auch nochmal einen drauf. Egal. So. Noch mehr Schaden. Sieht man das irgendwo? Wie viel Schaden ich mache? Ja, sieht man nicht, ne? Wir brauchen immer noch... Da die Gegner stärker sind wegen dem Fluch und so, habe ich gedacht, dann hau ich das ganze Zeug mal da rein. Sieht man schon irgendwie was? Kitzkopf, Lotuswatt, Fichtenhöft, Lasthafen. Nee, wir müssen... Nee, ich denke, wir müssen zu Fuß gehen. Lass mich doch mal hier... Boah, jetzt falle ich bald ins Wasser hier rein. Ja, kennen wir schon alles. Ich brauche immer noch das Zeug, ne? Ich brauche Bomben noch. Wo kriegt man denn Bomben weg? Dieses blöde Ding hier. Mir fehlen einfach Bomben, ne? Oder kommen wir jetzt hier schon irgendwo weiter? Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen hier. Oh, weg mit dir hier. Was ist denn hier? Oh, hier ist noch ein Schloss. Guck mal. Ah, hier. Ah! Lol, auf Anhieb gefunden. Ja, das ist Feljekunst hier. Da ist nix. Auch nix. So, oh, böser. Oh, böser. Oh, klar. Oh. Ah, ich wollte weg. Ah, er ist tot. Was ist das denn hier? Oh, nix. Läuft er einfach so rüber. Ah, noch ein Apfel. Na gut, der letzte Apfel. Jetzt wollen wir es schaffen. Du hast die Seevogelträne erhalten. Dieser Zauber verbraucht ein bisschen Magie, um einen Blitz aus dem Himmel zu beschwören, der einen Gegner in der Nähe trifft. Geile Sache. Ah, so. Coole Sache, so. Sonst war hier noch irgendwas? Ansehen. In diesen Stein wurde kaum mehr erkenntlich ein Blitz eingemeißelt. Ach, hierfür brauche ich das. Mist, wie mache ich denn jetzt? Ah, so. Ah, dafür ist der grüne Balken da oben. Aufgabe abgeschlossen. Speichern. So, ja, das haben wir noch. Achso, das... Ja. Genau, den Geist. Keiner weiteren Schreine entdeckt. Segelvogelträne 1 von 4 Verbesserungen. Säuber die übrigen Schreine, um die Segelvogelträne zu verbessern. Alles klar.
Ich warte mal, ich überlege gerade was. Wofür ist dieses Ding hier? Kann ich da auch was mitmachen? Ne. Hätte ja sein können. So ein komisches Zeichen war. So, jetzt wollen wir zu dem Geist zurück, oder? Machen wir das erstmal. Aua. Der gepennt hier. So, vorbei hier. Nehmen wir mit. So, und jetzt sputten wir uns mal schnell zu dem Geist. Lalalala. Nee, falsch. Ja, ja, ich so. Oh, Quatsch, wieder nicht voll hier. So. Wo war denn der Geist nochmal? Ne, da war nichts, ne? Da unten noch Büsche. Lebensenergie. So. Halt. Meins. Da ist der Brunnen. Das hast du gut gemacht, meine Streiterin, meine Seele, hat Ruhe gefunden im Wissen, dass es nun weniger Monstrositäten gibt, die der Meerkönig in die Welt gerufen hat. Jedoch sind noch viele hier. Einst wurde der Seevogel, der Himmel, verehrt. Nun ist er noch, nur noch ein Diener in der Geschichte des Königs, aber sein Geschenk kann an Macht gewinnen. Streiterin, suche die Schreine des Seevogels auf, finde die Gaben des vergessenen Gottes. Ab, mache ich, Geist. So, aber gekriegt haben wir nichts, ne? Ach, shit, ey. Ne. Nein, spucken? Oh! Nein! Ich hab reingerotzt in den... Ich hab in den Boden gerotzt, hat er mich gekillt. Ah, ja, ja. Ja, go, weiter. Oh Mann, ey, das war böse, ey. Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grube-Grabe-Gerät, ne? Oder wie war das, ey? So, ich weiß immer noch nicht, wie man in diese Höhle kommt hier. Ach, ich weiß doch vielleicht jetzt wie. Warte mal. Nee. Na, da musst du genau davor stehen, denke ich mal. Wie soll man denn hier durchkommen? Auch nicht. Hä? Wahrscheinlich auch mit der Bombe noch, ne? Ach, das ist doch doof, ey. Das ist doch doof. Wo kriegen wir denn die Bomben weg? Leute, wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare. Wenn ihr wisst, wo man Bomben wegbekommt. Oh, jetzt werde ich von so einem blöden Viech gekillt, ey. Das ist nicht dein Ernst, ey. So. War hier noch irgendwie was? So ein paar Kräuter oder so? Ja, da waren wir schon. Die droppen nix. Ne, hier ist doch sonst nichts mehr. Ne, hier war der Brunnen, ne, ist schon klar. Ne, ich suche noch nach Kräutern, aber... Irgendwie sind hier keiner. Die blöden Viecher da. Die droppen auch nichts, ne? Hier geht's nicht weiter. Okay, jetzt haben wir das alles erledigt. Ja, es ist immer noch das große Problem, was ich nicht auf die Reihe kriege mit diesen blöden, dieser komischen Piratenfestung. Ich glaube, ich muss mich mal spoilern bei anderen YouTubern oder so. Ich bin mir sicher schon, welche das schon geschafft haben. Ich wollte mich eigentlich nicht spoilern, aber
Scheinbar bleibt mir keine andere Wahl oder so. Oh, oh, jetzt sterbe ich an diesem blöden Viech schon wieder. Ich wieder eine Höhle anfangen. Nee, danke. Mann, ich will nur ein paar Kräuter oder sowas haben. Aua. So ein Appel. Appel! Mann. Und das hier. Oh, hier geht's weiter. Ah, guck mal, hier waren wir noch gar nicht. So, so. Warte mal. Speichern. So, und den lassen wir mal. Dann geht's nicht weiter. Was denn hier Schönes? Ne, ich weiß schon, oder? Ne. Ich weiß auch noch nicht. Oh, krieg ich hier noch? Kann ich hier noch so, krieg ich noch so eine Rune? Zufälligerweise. Oh. Oh, nicht schon wieder dieses Bombenproblem hier. Na toll. Na toll. Oh, warte mal. Macht er irgendwie nicht, ne? Oder muss ich jetzt runter? Ah, Trick 17. Trick 17. Hab ich mir schon sowas gedacht, ja. Hm, der Leuchtturm ist wohl wieder aktiviert. Toll, und das war's? Lol, Alter, das war alles? Denn hiermit? Kann man das irgendwie ziehen oder so? Oder drücken? Oder... Nee, nee. Hm. Okay, keine Ahnung, was das mit dem Leuchtturm auf sich hat. Gibt es vielleicht schon eine Quest dafür? Weiß ich nicht. Okay, dann war hier aber auch nichts mehr. Oh. Sind noch Bärchen, sehe ich gerade. Aber was ich mal probieren kann. Ne, also Steine kriegst du damit auch nicht kaputt. Ach, da komme ich gar nicht hin. Da oben, hier ist auch noch irgendwas hinter. War hier sonst noch irgendwie was? Ne, nur diese blöde Insel hier, ne? Aber hier war auch nichts mehr. Warte mal, was mit dem Möhrchen? Kann ich jetzt wieder ein paar Möhrchen mitnehmen? Ja, ich hab schon genug Karotten. Aber warum sehe ich die Karotten eigentlich nicht im Inventar? Seht ihr irgendwelche Karotten? Keine Ahnung. Na gut, hauen wir wieder ab. Alles erledigt hier. Naja, so halbwegs. Haben wir eigentlich alles erledigt, so mehr oder weniger. Zu unserer. Lass mich doch rum hier. Kann man von denen hier irgendwas kaufen? Nee, ne? Na, aber nur von ihr hier, ne? Was haben wir denn hier noch? Elixier, volles Leben, 100 Kronen. Steinhauttrank, Kraftklingentrank für 4 Minuten mal 1,5 mehr Schaden zu. Aber den hole ich mir mal. Und davon noch einen. Ja. Und davon nehmen wir auch einen. Bin so frei. Hier für den Preis 90 Kronen. Bisschen was zu essen vielleicht. 5 Herzen, 1, 2, 3, 4 haben wir noch, ne? Lohnt sich ja nicht. Nehmen wir noch 10 Äpfel. Auch mal groß eingekauft hier, aber naja, muss sein, Leute. Wofür die Tränke? Ich habe ja noch die in einer, ich weiß nicht, in welcher Folge waren das, in der dritten Folge, glaube ich, ne? Ja, in der dritten, glaube ich, war das, ne? Da habe ich doch dieses Monster da noch gehabt, den ich nicht platt gekriegt habe. Damit würde ich das gern probieren. Los, geh weiter, geh weg hier. Oder, ach ne, ich wollte ja gucken, ob wir noch... Ne, warte mal, bevor wir irgendwo hinsegeln, lass mal gucken, ob wir nicht noch irgendwas vergessen haben.
Da Bomben haben wir ihn immer noch nicht, ne? Mensch. Ja, müssen wir mal gucken, was das nächste jetzt ist. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, lasst mir ein Abo da. Glocken im Abo-Button nicht vergessen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Schreibt mir auch mal ein nettes Kommentar. Würde ich mich auch darüber freuen. Würde mir und meinem Kanal sehr weiterhelfen. In dem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.